die Eloquenz, die Nachhaltigkeit, die Gründlichkeit in der Vorbereitung und die Anpassung der Arbeitsmethodik an die Ziele und die Kultur des Kunden. Das zeichnet SLBB aus. Wir begleiten Menschen, Teams und Organisationen in den sich aktuell stark verändernden Welten. Und wir sprechen Führungskräfte an, wir sprechen Unternehmenslenker an, die sagen, für uns ist der Status quo einfach nicht gut genug, wir wollen uns weiterentwickeln. Unter Hochleistung verstehen wir den Aufbau von extrem wirksamen Teams und Organisationen. Eine hohe Effizienz zu haben, in der wenig Energie aufgewendet werden muss, um eine extrem hohe Leistung zu produzieren. In der Regel spricht man von 5 Schlüsselfaktoren, die man benötigt, damit Hochleistung gelingen kann. An erster Stelle steht dabei die gemeinsam getragene Vision, die aufgebaut wird. An zweiter Stelle die richtige Personalauswahl. Danach kommt die Teamfindung und Teambildung. Regeln aufstellen, an die sich auch alle verbindlich halten. Und natürlich diese innere Motivation, dieser innere Antrieb, die Ziele zu erreichen und auch überzuerfüllen. Der Hochleistungsprozess beginnt über den Wunsch einer Führungskraft, dass sie sagt, ich möchte wirklich High Performance mit meinem Team erreichen. Das ist, wenn man abends auf die Uhr schaut und sagt, 18 Uhr, das kann doch gar nicht sein, dass der Tag schon rumgeht. Es ist alles von der Hand gegangen, es hat alles funktioniert und so arbeitet ein Hochleistungsteam. Stefan arbeitet extrem flexibel, stellt sich sehr, sehr individuell auf die Gruppenkonstellation ein, folgt genau den Fragestellungen letzten Endes, die gemeinsam erarbeitet werden sollen. Und ich glaube, das ist seine Stärke und lässt eben keine Ausflüchte zu. Ne? Das ist, glaube ich, eine sehr starke Eigenschaft. Ist sehr klar in seiner Sicht auf so eine Teamkonstellation. Und das hilft allen dann letzten Endes auch zu einer Selbsterkenntnis zu kommen. Es geht bei Hochleistung nicht um die Ausbeutung von Menschen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, den Wirkungsgrad zu erhöhen, zu identifizieren, wo das Team oder die Organisation gerade steht. Dann mit dem Team zusammen, mit der Führungskraft, eine Vision zu entwickeln und zu gucken, was ist denn eigentlich das gemeinsam Getragene, was uns motiviert, was uns wirklich nach vorne bringt und bewegt. Danach begleiten wir auch den Personalentwicklungsprozess von der Diagnostik, Personal, Einzeldiagnostik, Teamdiagnostik, über unterschiedlichste Workshop-Formate, Einzelcoachings, können wir genau so ziel- und passgenau ansetzen, um Teams in die richtige Richtung zu entwickeln. Und wir begleiten diesen ganzen Prozess von A bis Z, bis sie als Hochleistungsteam performen. Es war besonders, dass er uns durch den schwierigen Weg gebracht hat, sodass wir wirklich aus unserer Komfortzone waren und damit konnten wir tatsächlich einen Unterschied erreichen. Wenn ich jetzt meine Kollegen frage, wie war es? Sie sagen, es hat wehgetan, aber ich denke, das war, was wir damals gebraucht haben und man merkt es heute. Wir sind richtig ein Team und wir haben richtig Spaß bei der Arbeit.